Und ich habe ganz viele nette Gäste heute bei mir auf dem Fasnachtsmarkt. Das Mannheimer Stadtprinzenpaar ist nämlich bei uns, Miriam die Erste und Markus der Erste. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt einiges vor in den nächsten Tagen, Miriam. Euer Terminkalender wird voll sein, schätze ich. Ja, sehr voll. Wir haben natürlich jetzt noch das Highlight mit dem Umzug in Ludwigshafen am Sonntag. Wir haben von der Karnevalskommission am Samstag eine närrische Bootsfahrt. Also alles dabei und es wird mit Sicherheit sehr spaßig, ja. Markus, wie wird man denn eigentlich Stadtprinz? Man muss nur den Präsidenten finden, den ansprechen und wenn der ja sagt, dann geht's. Ne? Nee, Spaß. Also man wird schon irgendwo ein bisschen dann auch ausgewählt. Ne? Wenn das dann alles passt, dann wird man auch Stadtprinz. Passt denn auch zwischen euch? Ich glaube, du bist ja erst im Januar intronisiert worden, schon ein bisschen länger. Wie klappt das mit euch beiden? Gut. Wir haben uns ja im Vorfeld dann auch einmal getroffen, um uns einfach ein bisschen gegenseitig beschnuppern zu können. Aber wir sind uns beide, also sage ich jetzt einfach mal, wir sind uns beiden sympathisch und von daher ist es sehr harmonisch bei uns, ja. Markus kann das nur bestätigen, denke ich. Ne? Natürlich, also die Fasnacht, die bleibt sauber dieses Jahr und es läuft alles ganz gut. Nee, wir verstehen uns super, wirklich, muss man dazu sagen. Ich bin auch froh, dass ich sie kennengelernt habe. Ich denke mal, die gehört irgendwann mal zu meinen engeren Freunden und das passt. Jetzt wohnt ihr ja, ich glaube, Miriam wohnt da im Hotel, genau. Und Markus da im Hotel. Genau. Warum wohnt ihr eigentlich nicht zusammen? Weiß eigentlich niemand so genau. Man kann sich aber durch Gang rüberschleichen. Ihr habt Geheimgänge, wo ihr euch auch treffen könnt. Ja, natürlich. Mhm. Das machen wir natürlich jetzt noch nicht, aber man weiß es halt noch nicht, ne? Ob wir es dann machen, aber die Gänge gibt es. Jetzt sind 6 tolle Tage, die vor euch liegen, auf die ihr euch sehr freut. Was ist eigentlich danach? Ja, danach haben wir natürlich auch noch ein paar Termine, zwar nicht mehr so viel, weil wir bleiben ja noch das Stadtprinzenpaar bis natürlich 11.11. Ja, und dann, bis dahin haben wir natürlich ein paar Termine, die wir noch wahrnehmen werden. Es wird aber erstmal wieder eine Umstellung. Ich glaube, wieder selber ins Auto einzusteigen, also selber zu fahren, das wird, glaube ich, ein kleiner Kulturschock dann nach der Kampagne. Ihr habt ja auch ganz normale Berufe. Seid ihr jetzt momentan freigestellt? Habt ihr Urlaub von euren Arbeitgebern? Ja, ich habe seit dem Weißen Ball Urlaub von meinem Arbeitgeber. Ich fange dann wirklich nach der Fastnachtswoche erst wieder an zu arbeiten. Bei dir, Markus? Da ich der eigene Chef bin, ich habe mir dann selber freigegeben. Das ist doch auch mal ganz nett. Auf was freut ihr euch jetzt die nächsten Tage am meisten? Natürlich, der Umzug wird nochmal ein ganz großes Highlight, aber ich freue mich natürlich auch auf heute Abend. Ja, schmutziger Donnerstag ist ja so der Frauentag, sage ich mal. Da werden wir noch beim Folio auf der Damensitzung den Abschluss machen. Da freue ich mich persönlich natürlich auch sehr drauf. Und dann die Straßenfastnacht. Also jetzt kommen wirklich noch viele Highlights. Und wir werden euch ganz sicher dabei auch immer wieder ein Stück begleiten. Sehr Vielen gerne. Dank, Miriam die Erste, Markus der Erste und noch frohe Fastnachtstage.